Liebe Kinder, eine Raupe oder beziehungsweise andersrum gesagt, also ganz, ich fange nochmal neu an. Eine Motte ist kein krabbelndes Ding, das am Boden rumkrabbelt und wo der Konso Dolche drauf wirft. Das ist keine Motte, das ist eine Raupe. Eine Motte ist das Ding, das abends gegens Licht fliegt und dann auf den Boden fällt und so Geschichten. Also, ja, das ist eine Motte und eine Raupe ist das Ding, das im letzten Part hier auf dem Boden rumgekrabbelt hat. Jo. Keine Ahnung, wie ich auf Motte kam. Motte, Raupe, ist ja alles das Gleiche, irgendwie so auf der Basis. Auf jeden Fall hat uns das unser Leben gekostet. Die Heldin Ripspike oder Ripspike hat leider das Zeitliche gesegnet. Und damit herzlich willkommen zu Part 11 von Vertical Drop Heroes HD. Ein Spiel, das mir echt super viel Laune macht. Und jetzt gucken wir mal, dass wir hier ein bisschen weiter vorankommen. Oh, wen haben wir da? Stock plus 5% ausweichen. Sind das immer, ach so, immer bei den Waffen hat man immer diese Fähigkeit, ausweichen LP, ah okay, jetzt raff ich das mal, Plünderer ist immer, ja die Ripspike 5 mal wieder, Smasher diesmal aber, okay, uah, Blutrausch wäre hier mal, das ist natürlich, das wäre eigentlich cool hier, aber der hat minus 33% Leben, gut, sie hätte wieder roter Drache, Smasher und, jo, eigentlich ist das wieder geil, oder, die Ripspike ist super geil geeignet zum Leveln, oder, also holen wir die wieder. So, und jetzt gucken wir mal, dass wir das da unten machen. Da kommen nämlich auch noch ein Stück voran. Da gibt es wieder maximal Erfahrungspunkte dazu. Yay. Machen wir mal zweimal. Könnten wir sogar fast dreimal machen. Da würden wir noch schneller vorangekommen. Ja, komm, dann machen wir das auch. Weil das im Endeffekt ja auch immer wieder Gold ist, oder? So habe ich das zumindest mal empfunden. Wir sehen es jetzt direkt. Keine Ahnung. Ich habe jetzt da relativ viel dann EP reingesteckt. Max jetziger Level ist 9. Ich glaube, das hat auch damit zu tun, wenn ich jetzt hier so irgendwas da finde, dann kriege ich manchmal XP, manchmal aber auch Level. So habe ich das zumindest mal verstanden. Keine Ahnung. So, wenn die Dinger jetzt hier, das wird irgendwie aufsummiert oder sowas. Jetzt habe ich XP und Gold bekommen. Das kann aber auch genauso umgekehrt sein. Manchmal ist das dann mehr Gold. Keine Ahnung, was weiß ich. Was weiß ich schon. Alter Schwede. So, jetzt ist es mehr Gold gewesen. Seht ihr, das meinte ich. Ja, so habe ich das verstanden und gemeint und keine Ahnung, wie komme ich hier raus? Hallo? Achso, hier. Habe ich gar nicht gesehen. Alter, wie kann man so blind sein? Oh, und das war's. Aber wir haben ja noch unseren Freund, den Drachen. Nein, Drache? Hallo? Komm, regel mal. Wir würden gerne nochmal ein Stück vorankommen. Unser Freund, der Drache. Komm, dann gehen wir mal weiter. Level up. Juhu, Wahnsinn. Drache? Hallo? Ah, doch, hier wird's ja weiter. Bin ich gerade blind? Jetzt geht ja irgendwie gar nichts, dann mit der Raupe und so, das war ja auch alles schon total stottrig. So, egal jetzt. So, unsichtbar machen und so weiter. Wie sieht's denn aus von der Level her? Wo geht eigentlich, ne? Ich werde natürlich auch gleich mal wieder einen anderen Level, anderen Feind zeigen. Oder im nächsten Part oder sowas. Das wird schon alles klappen. Machen wir. Oh, jetzt sind wir beim Boss. Wie sieht's da schadenstechnisch aus bei uns so? Schlecht, ne? Alter, hallo? Schaden? Hallo? Aha, okay. So, und jetzt kriegen wir da wesentlich mehr XP, so habe ich das zumindest mal verstanden. Ne, von den roten Kristallen, nicht die blauen, die roten. Hm, egal. Wir werden irgendwann irgendwie mehr XP erhalten, das ist meistens sinnvoll, das zu skillen. So, hier hätten wir wieder nochmal einen Drachen, das heißt, ich könnte den jetzt oben wieder auspacken, dann machen wir das gleich wieder. So, gehen wir noch einmal kurz durch den Level, holen uns hier ein bisschen was mit. So, das war Schwachsinn. So, und jetzt, nein, roter Drache. Regel, was? Sehr schön. Ach, jetzt hat er da die... Nur die Sachen da eingesetzt. Ah, da oben wird es noch Schlüssel geben, wenn er mal Feinde hinstellt und so. So langsam kenne ich ja die Dinger da. So. Wenn er natürlich die Equipments einsammelt, das ist halt nie so geil, weil dann verliert er praktisch Aufladung, unser Drachenkollege. Sehr schön. Schlüssel. XP, sehr geil. Und eine Falle. Das ist doch genau unser Ding für unseren Drachenkollegen. Ring der Eiszapfen. Nö. No Keys ist nicht so viel. Und hier maximal LP. Jo, das hole ich jetzt mal mit. Wir haben mal wieder 150 Gold. Das ist schon ganz witzig. Habe ich noch Schlüssel? Ne, habe ich nicht. Ah, hier wäre ein Schlüssel. Dann komme ich auch hier weiter. Könnte so ein Help Me-Kollege hier freischalten. Oder. Ne, kann ich nicht. Klasse. Oh. So. Den dann in der Mitte haben wir auch nicht gemacht. Jo, jetzt ist es mal so langsam egal. Ich würde sagen, jetzt können wir so runter marschieren. Jetzt dürfte die Sache auch gleich vorbei sein. Ah, da haben wir noch einen Schlüssel und noch ein bisschen Gold. So, kriege ich einen Schlüssel? Juhu, den kriege ich. Sehr geil.
So, und jetzt holen wir sie uns hier. Hol sie dir, Krieger. Mach sie down. Kriegerin Ripsbieke, die fünfte oder sowas. Ja, genau, die fünfte. Ripsbieke. Ripsbike. Ja, Ripsbike. Keine Ahnung. So, Fähigkeiten wieder voll aufladen. Und da geht's gleich wieder drachenmäßig. Ach so, stimmt. Nee, das könnte ich eigentlich hier im Level, weil aufgeladen werde ich ja hier sowieso. Schlüssel sind begrenzte Ressource, deshalb benutze sie vernünftig. Mach ich doch, oder? Naja, ist das Leveln von... Ah, oh, Drache, Drache, nein, Drache! Mach mal was da unten, der nervt. Drache? Hallo? Hallo? Manchmal hat er keinen so Bock. Manchmal ist er so eher ab! Warum lege ich mich da mit dem an, mit dem beschissenen Dämonik-Idioten-Rogue? Demon Soul, aha. Achso, der hat jetzt einen Bogen wieder, Smasher und Schlitzohr... Raffinesse und Blutrausch, die dann bei jedem, erhalte 1 P bei jeder Nahkampfattacke. Die Frage, ja, Nahkampfattacke, nö, wisst ihr, was wir mal machen? Neue Charaktere für 5 Münzen. So, da haben wir wieder die Ripsbieke mit roter Drache und Reisch, die sechste, mal wieder das Skyfinder. Ne, doppeltes Schwert, ja, geschenkt, alle Fähigkeiten haben, was hat er, Megasprung und Stampfen. Ich finde einfach die Ripsbieke irgendwie am coolsten, oder? Ist einfach so. Ripsbieke, die, was weiß ich, wie viel da. Sollen wir mal mehr Leben jetzt nochmal mitholen? Oder mehr Angriff oder sowas? Das ist der maximale Angriff, der hochgeht, ne? 150 Gold. Jo, machen wir das mal. Wow. Yeah. So, und jetzt machen wir mal einen richtigen Farmdurchgang hier. Das kann ja nicht wahr sein. Wir machen keinen Schrott. Ist ja Wahnsinn. So, 10 GP und was weiß ich, keine Ahnung. Wunderschön. So, und jetzt sieht die Welt doch schon ganz gut aus. Ich krieg doch immer unterschiedlich, das verstehe ich bis jetzt noch nicht. Ah, nein. Oh, aber wir haben einen Schlüssel, da holen wir gleich einen Held mit und holen eine rote Drache mit. Und jetzt regelt, meine Freunde. Meine Freunde regelt. Es ist so genial. Eigentlich kann ich gucken, dass ich direkt weiterkomme. Einfach immer mit dem Drachen da durchschlagen. Quatsch, das ist ja auch eine schlechte Idee. Oder Drache soll einfach regeln. Fertig, was mache ich mir so viele Gedanken? Was ist hier? XP, Erfahrungspunkte, Gegner. Jo. Alter Schwede, oder? Ist so krank. Nein. Komm, geh kaputt. Geh kaputt. Ich möchte mich hier nochmal ganz, gerade so zwischendrin, mal wieder bedanken bei euch für die Spenden, die ich bekommen habe. Das ist echt schon... Ja, warum greift... Achso, der greift einmal den Wächter an und dann rafft das praktisch, dass es so nett geht. Also wie gesagt, vielen Dank für die Spenden. Ripspeaker. Oh, was mache ich dann jetzt? Bin ich doof? Oh, hier hätten wir mal so nahkampfmäßig das Ganze mit Blutrausch. 25 Schaden zurück. Ich glaube, das machen wir mal, oder? Jo, das machen wir mal. Wey, was ist das? The Shadow Riven. Shadow Riven, der Erste. So, wie gesagt, ich möchte mich ganz gern bei euch bedanken für die Spenden, die ich erhalten habe. Auch die Leute, die auf Amazon über meinen Link einkaufen. Vielen, vielen Dank dafür. Das merkt man tatsächlich schon ein bisschen. Es ist jetzt nicht so, dass das so mega viel wäre, dass ich da jetzt da komplett davon abgehen kann. So ist es nicht. Aber es ist schon nett. Auf jeden Fall, man merkt es ein bisschen. Und das, dafür danke ich euch natürlich. Ihr müsstet den Quatsch natürlich nicht machen und mich da so unterstützen. Finde ich echt Bombe. Vielen Dank dafür. Ja, vielleicht kann ich mir davon dann irgendwann mal einen exklusiven Titel kaufen und ihn euch zeigen und so Sachen. Oder mein Mikrofon mal aufbessern oder solche Geschichten. Also wie gesagt, vielen, vielen Dank. Ist echt super cool von euch, muss ich wirklich sagen. Hätte gar nicht damit gedacht, damit gerechnet, dass da so viele Leute so aktiv dran teilnehmen. Vielen, vielen Dank. Ja, ich glaube, der Held hier könnte noch besser sein, oder? Nein. Weil das gefällt mir schon gut. Auch mit dem Eis, stimmt, dann friere ich die Gegner ja noch ein und kann dann den Schaden machen und mich wieder hochheilen. Also, dann hat er noch genug Leben. Hier, das ist wieder so ein Erfahrungsding, glaube ich. Ah, ne, Schlüssel gibt es hier jetzt. Das ist, glaube ich, immer ein bisschen unterschiedlich, oder? Wirkt es so? Jetzt, ja, genau, hier können wir auch was machen. So, mach die Feinde down. Ja, mir macht es im Moment auch echt wieder mega viel Spaß, hier YouTube zu machen, muss ich wirklich sagen. Nicht, dass das zwischendurch mal anders war, will ich gar nicht behaupten, aber jo, es ist einfach wieder richtig cool. Man merkt, es passiert was auf dem Kanal und so weiter. Ich habe auch echt mega viel Mühe reingesteckt, glaubt mir das nur. Ja, was die Beschreibung angeht, den ganzen Käse da zu machen und so, das war schon richtig heftig. Viel Arbeit, also das alles
nicht jetzt die Beschreibung zu generieren, das jetzt nicht unbedingt, aber halt das Ganze dann in vielen, vielen Videos dann hochzuladen und so, das macht jetzt weniger so Bock. Kobold-Speerträger. So, und jetzt können wir es gleich mal gucken, ob das wirklich so gut beim Boss funktioniert. Wir haben 70 Leben gesamt und jetzt versuche ich gleich mal einfach in den Nahkampf mit dem zu gehen, jetzt mal ohne Drache, ohne alles. Und dann müsste ich ja eigentlich immer wieder ein bisschen Heilung bekommen. Ja, ich hau den da einfach zu Brei und krieg immer, ja, immer zwei Leben wieder dazu. Das ist schon ganz nett. Definitiv nett. Kann man sagen. So, da ist wieder bestimmt so ein Fähigkeitsboost auf Levelungsgeschichte, das Ding da. Ja, ich glaube schon die Edelsteingeschichte da. So, das ist immer Fähigkeit aufladen. So ist es. Jetzt können wir wieder noch einmal nach oben. Ja, und dieser Durchgang wird definitiv besser. Jetzt mache ich keinen so Quatsch. Hab auch keine 20 Leben von Anfang an, so ein Käse. Jetzt läuft der Laden doch ein bisschen besser. Und da ist er. Unser Freund und Kollege. Oh, ist das so geil. Drache. Sehr geil. Das könnte echt ein super erfolgreicher Durchgang werden. Schätze ich und hoffe ich mal. Nachdem ich doch am Anfang ein bisschen gefailt habe. So ganz klein bisschen. Aber jetzt läuft der Laden. So, da oben, ja, wären die Helden noch zu befreien. Macht das nur irgendeinen Sinn? Nicht zwingend, ne? Haben wir hier die Mission mit den Helden? Haben wir doch auch nicht. Tut mir leid, Helden. Wenn ich keine Mission habe, dann müsst ihr leider... Oh, doch, hier. Achso, nee. Haben wir schon abgegeben. Das mit dem Welpen. Frostschutz. Hier, da, das Ding könnte ich aufmachen. Da könnte was Wichtiges drin sein. Oder eben auch nicht. So, da komm ich hoch. Roter Drache, Blitzeis. Nö, gut, alles klar. Gehen wir weiter. So, sehr geil. Grau, still, tu. Ja. Versuche ich wieder hier bestmöglich ein bisschen was abzugreifen, bevor wir dann angreifen. Und dann uns wieder hochporten und der ganze Mist, den wir jetzt schon ein paar Mal gemacht haben. Oh, was mache ich, ne? Was war das wieder für eine Idee von mir? Heiltrank könnte ich jetzt mal fast mitnehmen. 7 Leben. Sehr geil. Level up. So, dann gehen wir weiter. Nein, nein, nein. Habe ich jetzt angegriffen? Nein, ich bin immer noch Pazifist. Sehr schön. Nein, Alarm. Nein, Alarm. Alarm. Nicht Allah. Alarm. So. Fähigkeiten wieder voll aufladen und wir hätten Blitzeis. Guckt euch das an. Das ist immer geil, oder? Immer schön Blitzeis draufkloppen. Sehr geil. Ah doch, das waren jetzt die rote Edelsteine. Was rede ich denn da immer? Also ich habe jetzt vor ein, zwei Parts, habe ich mal erwähnt, dass es nicht unbedingt die roten Edelsteine da sein müssen. Ach, vergiss es einfach, jo. Geh mal wieder nach oben und da hätte ich so eine kleine Idee. Also das läuft echt super bis jetzt, muss ich sagen. Ja, hier unser Kollege Regelmann. ja, genau der. Maximale Gesundheit für 12 Punkte, 12 Goldpunkte, das kaufen wir uns. Dafür habe ich zu große Hoffnung, dass das hier jetzt ganz gut laufen könnte. So, und da gibt es ein bisschen Wassermarsch. Wey. Nicht Wasser im Arsch, Wassermarsch. So, Prinzessin, was willst du eigentlich von mir? Was willst du von mir? Prinzessin. Ja, den holen wir mit, warum auch immer. Thanks, jo, und Regel. Ja, maximale LP und so. Alter Schwede. Was, was, hallo, sorry Prinzessin, dein Held hat dich getötet. Was war denn das? Hat er den jetzt, hat die, ja, das ist doch unser Held, der da rumgesmasht hat und deswegen, oh, Held, du Depp. Was für ein dummer Ritterheld, der uns da hilft, hat da mal schön die Prinzessin umgenietet. Alter Schwede, was ist hier los? Was geht denn hier ab? Ja gut, es bringt natürlich einiges. Alter, Smashungsheld, was ist dann mit dem? Ah, oh. der pupst da alles kaputt. Der Held pupst. Er pupst einfach nur. Es ist unfassbar. Oh, Mann. Drache, Drache. Ich bräuchte irgendwann so deine Hilfe. Ne, er hat keine Lust mehr. Er ist Game Over. So. Jetzt müssen wir da gleich auf... Oh, nee. Alter, die hauen da aber auch raus, oder? Pupsender Held. Komm her und hilf mir. Und mach was. Komm, pups ein bisschen. Ja, da fliegt da... Ja, der zerlegt einfach alles. Selbst die Rückruforte da zerlegt der. Oh, pupsender Held. Alter Schwede. Das war aber geil. Pupsender Held ist witzig irgendwie. So, blocken, blocken. Nö. So. Und da gehen wir mal weiter. So, gehen wir mal hier hin. Endlose Wüste. Wenn du Magma siehst, dann spring bitte nicht hinein. Die Lava wird deine Haut verbrennen. Echt?
Unfassbar. Ja, und dann würde ich sagen, machen wir im nächsten Part an der Stelle hier weiter. Ich freue mich tierisch drauf. Jo, macht echt mega Laune und Shadowriven, ich glaube, das könnte funktionieren mit dem. Der ist ganz lustig drauf. Jo, freue mich auf den nächsten Part. Bis dann, haut rein. Ciao.